Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing von einer veganen und tierversuchsfreien Box für dich und zwar von der Vegan Beauty Basket. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Vegan Beauty Basket wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank, liebe Ina. Ich finde das total cool, denn das ist eine sehr aufregende Box, die mich einfach so ein bisschen inspiriert, auch mal Neues zu entdecken tatsächlich. Die kostet ab 23,30 Euro im Abo, je nachdem, welche Aboform du wählst. Und mit dem Code, ich müsste, Claudi5 müsste das sein, bekommst du auch ein bisschen Rabatt. Genau. Habe ich gesagt, dass ich eine Box an einen von euch verlosen darf. Mir fehlen die Worte, Leute. Denn das darf ich tatsächlich. Und ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, das ist halt eine richtige Knallerbox, um das mal so zu sagen. Denn sie ist einfach anders. Sie hebt sich mega von den anderen Boxen ab. Wir fangen schon mal damit an, dass wir den Deckel entfernen. Es ist eine matte Box, also die ist immer matt schwarz, was total unklassisch ist bei Beautyboxen. Ne? Denn Beautyboxen sind meistens bunt und knallig und krabuff, krabäm. Darauf verzichtet die Box tatsächlich. Die verzichten auch darauf, irgendwie unnötiges Verpackungsmaterial zu nehmen und haben das, boah, riecht das gerade hier geil minzig, frisch raus. Naturkosmetik, hallo, hier bin ich. Kein unnötiges Verpackungsmaterial. Du hast hier immer so ein Butterbrotspapier, was total schön eingeschnürt kommt. Also das ist wie so ein kleines Geschenk immer verpackt. Ne? Das ist total süß mit diesem Schleifchen. Dann ist hier auch immer eine selbstgestaltete Karte mit dabei. Das macht die liebe Ina selber. Und ja, das ist halt ihre Katze, die sie dann da immer zeichnet, was ich so geil finde. Viel Freude mit der Box und dann ein Smiley. Und die liebe Ina hat unterschrieben. Das ist total klasse, das freut mich. Genau, ja. Ich finde diese Karten total süß. Ne? Also das sind richtige Sammlerstücke. Wir haben jetzt den Monat März und das ist die Box für März und April. Also die erscheint ja alle 2 Monate. Das hier ist das Produktheftchen. Auch das, ich glaube, recyceltes Papier, hätte ich jetzt tatsächlich gesagt. Und kurz und knapp, kein Rampampam. Ich klappe mir das auf, denn ich weiß nicht bei allen Produkten, was das ist. Und wir haben dieses Mal doch ein bisschen mehr hier drin. Man darf sich auch jedes Mal ein Produkt aussuchen, sei es, dass du dir ein Haarprodukt aussuchst, was speziell für deine Haare ist, oder du darfst wählen zwischen unterschiedlichen Produkten oder eine Farbnuance zu dir aussuchen. Durfte ich auch dieses Mal, da bekommt man kurz vorher nämlich eine E-Mail zugeschickt. Und hier haben wir einen Flyer drin zu Malantes CBD Day Cream. Green Tea. Okay, wir haben hier mit CBD eine Tagescreme drin. Ich raste aus. Das ist ja aktuell der Inhaltsstoff schlechthin und auch Sammy hat sogar schon sein eigenes CBD-Öl, was er so um Silvester bekommen hat, ne? Mega witzig. Okay, wie gesagt, wir haben hier einen Duft. Yes! Schon sehr, sehr geil. Also frisch. Hat aber auch irgendwie so ein bisschen was leicht Muffiges mit dabei. Aber, ne? Wir gucken einfach mal, was hier genau drin ist. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Es ist die Seife. Die Seife hat so gerochen. Guckt euch das mal an. Das nenne ich jetzt mal echt prall gefüllt. Und wir fangen jetzt mal direkt mit dem Produkt an, wovon wir eben den Flyer hatten. Natürliche, pure Reinheit. Malantes CBD Day Cream. Ist das nicht witzig? 30 Milliliter sind hier in diesem Fläschchen enthalten. Und ja, Grüntee ist ja sowieso sehr, sehr hautberuhigend. Das knackt. Das war übrigens mein C. Das ist halt für meine Haut, die sehr sensibel, sehr empfindlich ist, sehr trocken tatsächlich auch, ein richtig geiler Inhaltsstoff. Da freue ich mich immer, wenn ich das sehe, dass es irgendwo in Gesichtspflegeprodukten für mich mit dabei ist. Ohne Zusatz von künstlichen Farbstoffen, Aromen und Konservierungsstoffen. Das ist halt auch immer so eine Sache. Ne? Bei diesen Produkten kannst du dir halt sehr sicher sein, dass es sehr natürliche Produkte sind. Anwendung nach der Reinigung oder nach dem Malantes Face Serum auf Gesicht und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren. Und also hier sind auch nicht viele Inhaltsstoffe drin. Wahnsinn! Also das finde ich schon mal ziemlich cool. 10% Rabatt mit dem Code VEGANBEAUTY ab 20 Euro, versandkostenfrei, nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen. Produkte im Angebot oder Pakete sind ausgeschlossen, also 15,95 kostet das Produkt. Und hier, ja, finde ich cool. Ja, Grüntee für die Haut. Läuft bei ihm, mag ich. Gut, jetzt kommen wir zu dekorativer Kosmetik und das ist ein Produkt, das durfte ich, ich glaube, habe
habe ich mir das ausgesucht? Ich glaube, die Farbe habe ich mir ausgesucht, oder? Ja, die habe ich mir ausgesucht. Ja. Das ist von Green Shades of Nature Blush Powder Certified Organic. Und ich habe die Farbe Pink Watermelon mir ausgesucht. Ich liebe Wassermelone tatsächlich. Geile Verpackung, mag ich gerne. Also die ist echt schick. Und hier haben wir auch so ein Pressing drin. Riecht das nach Wassermelone? Nein, das ist doch bestimmt auch ohne Parfümstoff. Aber trotzdem... Doch, es hat einen leichten Duft. Es riecht wirklich leicht nach Wassermelone. Oder nach irgendwas. Oder die Seife hat hier abge... Weiß ich nicht. Abgeseift, genau. Duftet, kann man das sagen, hat den Duft übertragen. Puder Rouge für einen frischen Hauch Farbe auf den Wangen. Mega cool, das ist vegan, auch natürlich tierversuchsfrei und so weiter. Und das ich finde das geil, weil tatsächlich, das ist sehr wichtig für euch wahrscheinlich auch zu wissen, ich sammle immer die Produkte aus den Beautyboxen, die ich in dem Monat bekommen habe. Wir haben jetzt März, dementsprechend kommt das in mein Fullface Beautyboxen im März. Und dann wird das am Ende des Monats ausgetestet. Ich will diese Farbe aber trotzdem jetzt schon swatchen. Sehr subtil, ne? Es ist eher so peachig, muss ich sagen. Weniger, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es sehr pink ist. Ich würde es eher als peachy beschreiben, ne? Dezent, aber schön. Ha! Das wird ausgetestet. Ja, wir haben einen Plastikdeckel, aber ich glaube, damit kommen wir klar. Ne? Finde ich nice. Finde ich richtig nice. So, wir haben hier ein Parfum drin. Und zwar von Juniper Lane, das Forever Rose. Genau, Rose. Rose, Iris und Patchouli. Und da muss ich doch mal gucken, ob ich das nicht vielleicht schon habe. Nö, ich habe das tatsächlich noch gar nicht. Das scheint eine neue Richtung zu sein, denn ich habe die drei anderen. Geilomat. Das wird jetzt mal ausgetestet und das kommt dann auch in meinen Fullface Beauty Boxen tatsächlich mit rein, weil auch ein Parfum gehört für mich zu dekorativer Kosmetik, genauso wie auch Nagellack. Für mich dazu gehört. Ne? Das kann man in dem Moment halt testen. Das ist nichts, was man wie eine Pflege halt langzeitmäßig testet, finde ich. Also das ist, ne, mehr so First Impression mäßig. Bei einer Augenpflege ist es halt ein bisschen schwierig zum Beispiel oder bei einer Gesichtscreme. Das ist übrigens hier 100% natürlichen Ursprungs. Ich finde es schön, dass sowas... Ich meine, das ist jetzt... Oh, ihr wackelt, Entschuldigung. Es ist jetzt nichts mega hochpreisiges. Also das kostet 14,95. Kannst du auch in der Drogerie dir kaufen. Aber... Ich finde es nice, dass die einfach mal ein komplettes Parfum mit in eine Beautybox packen. Wirklich, das muss ich mal erwähnen. So, wann habe ich mir zuletzt Parfum drauf gemacht heute? Das ist jetzt schon 13 Stunden her, würde ich sagen. Hallo? Komm schon, Baby, du schaffst das. Du schaffst das. Nein. Jetzt komm doch raus. Trau dich. Bitte. Komm schon, Baby. Komm schon. Tut auch ein bisschen weh. Menu. Ja, ich will das nicht aufgeben. Ich will, dass es funktioniert. Och, Mann. Ich habe gerade ein anderes Parfum genommen von denen und das auch mal geschüttelt. Ich glaube... dass mein Parfum leer ist. Ich glaube, das ist eine Fehlproduktion, Leute. Denn ich höre hier nicht mal, dass da was drin ist. Ja, ich schreibe mal die Ina an, ne? Vielleicht hat sie ja noch eins, ich weiß es nicht. Aber das ist echt schade. Mensch, das wäre jetzt cool gewesen, ne? Mist. Ja, okay. Da dumm. Aber wäre cool gewesen, wenn es drin gewesen wäre. So, Valoloco, I'm playing with a crab. Pflegeseife mit Spirulina und Fichte. Jo, ich mag gerne solche Blockseifen tatsächlich und benutze ich aktuell auch sehr, sehr viel, auch zum Pinselreinigen, ne? Das riecht wirklich nach Wald. Riecht richtig nach Fichte. Finde ich cool. Und ja, das ist eine Hand- und Körperseife, steht hier auch in dem Heftchen drin. Die kostet normalerweise 8,25 Euro. Das ist gar nicht mal so wenig. Aber ich finde es cool. Wie gesagt, sowas benutze ich ganz gerne. Ne?
passt auch echt zur Box. Okay, dann habe ich hier drin von Nature Hand and Body Lotion, Lemon Balm. Ja, Limone ist jetzt nicht unbedingt mein Duft, bin ich ehrlich. Also vor allem als Creme auf der Haut bin ich da wirklich überhaupt nicht so Fan von. Ich mag nicht so gerne diese frischen Düfte. Ich bin eher so ein Fan von diesen blumigen Düften wie dem hier. Ja, aber gut, als Handcreme ist es wahrscheinlich dann doch eher eine coole Nummer, ne? Weil das ist dann für to go und da kann man das dann auch mal ein bisschen frischer haben. Hier sind jetzt drin 30 Milliliter, die Nature Hand- und Körperlotion auf die saubere Haut aufträgt. Ja gut, ich glaube, jeder weiß, wie man Creme aufträgt, aber gut. Ja, und dann habe ich jetzt von You and Oil hier noch ein Produkt drin. Egg and Fig and Ma. Acai, Fig, Marula, Antioxidanzkomplex, Acai, Feige und Marula, 30 Milliliter. Das scheint ein Gesichtsöl zu sein, oder? Ich meine, dass ich von You and Oil auch schon mal irgendwie ein Gesichtsöl hatte. Das kostet 36 Euro, Leute. Finde ich nice. Also das ist auch eine Geschichte, die ich gerne verwenden werde. So als Serumersatz, ne? Ist das eine ganz gute Geschichte, vor allem abends für mich. Ich glaube, für am Tag wäre mir das zu reichhaltig. Da verwende ich lieber wirklich ein leichtes Serum. Aber abends kann ich mir gut so ein schönes Öl auf der Haut vorstellen, nach dem Toner vor der Gesichtscreme. Das finde ich nett. Doch. Nett. Hätte das Parfum funktioniert, wäre es eine mega, mega, mega geile Box gewesen. Und ich denke, dass es bei mir auch wirklich jetzt nur ein Montagsprodukt war. Die anderen werden funktionieren. Aber das war jetzt ein bisschen blöd. Aber ansonsten eine richtig geile Box, hat mir mega gut gefallen. Ich finde es geil, dass wir hier dekorative Kosmetik drin haben, dass wir ein Parfum hier drin hätten, dass wir hier wirklich eine tolle Auswahl an Pflegeprodukten auch drin haben und dass das Ganze mir dieses Gesamtkonzept ein gutes Gefühl vermittelt. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen finde ich diese Vegan Beauty Basket auch sehr empfehlenswert und schaut euch die auf jeden Fall an. Wie gesagt, mit meinem Code kannst du tatsächlich 5% sparen. Das ist ein bisschen was, aber immerhin. Und ja, ihr Lieben, das war's jetzt hier. Und ich würde einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!